Hallo und herzlich willkommen auf Jurelda.de. Wir schauen uns nun an, wie der Dreisatz funktioniert. Der Dreisatz ist eine ganz wichtige Rechnung in der Mathematik und den braucht man zum Beispiel für solche Dinge, wie wenn man ein Kuchenrezept hat, das allerdings auf vier Personen ausgelegt ist. Wie die meisten Rezepte. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel 300 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, 2 Eier, 175 ml Milch, 50 ml Öl und ein Becher Vanillezucker. Und jetzt möchte ich allerdings, wenn ich zum Beispiel für 9 Leute eingeladen habe, für einen Geburtstag zum Beispiel, möchte ich jetzt wissen, ja, wie viel von den Zutaten brauche ich, um dementsprechend einen größeren Kuchen zu backen. Versuchen wir das mal auszurechnen. Den Zucker. Wir wissen, 300 Gramm Zucker brauchen wir bei 4 Personen. Das heißt, wir schreiben dann hier hin. Also man schreibt erstmal diese Tabelle auf der linken Seite, das die sozusagen die Ware und dann hier auf der rechten Seite Vergleichsgröße, in dem Fall Zucker und Person. Oft ist es auch ein Gegenstand und Geld oder ein Gegenstand und Prozent. In dem Fall ist es auf jeden Fall Zucker und Person und wir wissen, 300 Gramm Zucker reicht für 4 Personen. Das tragen wir folgendermaßen ein. Das ist die gegebene Information. Das heißt, gegeben ist 300 Gramm Zucker, braucht man für 4 Personen. Und jetzt, was ist die gesuchte Information? Das ist der entscheidende Punkt. Die gesuchte Information ist, wie viel brauche ich für 9 Personen? Das heißt, ich schreibe hier unten, dort in der Spalte, wo es hingehört, die gesuchte Information hin. Und dann weiß ich auch ganz genau, wo ich hier weiterrechnen muss, nämlich auf dieser Spalte. Um von der 4 auf die 9 zu kommen, rechne ich erst geteilt durch 4, damit habe ich nämlich 1 und dann mal 9. Also der Dreisatz funktioniert immer gleich. Man trägt die gegebene Information ein, dann die gesuchte Information und dann schaue ich, wie ich da drauf komme. Man rechnet immer auf eine Einheit herunter und dann auf die gewünschte Einheit hoch. Und nun ist es nicht mehr schwer, muss auf der anderen Seite genau das gleiche machen. Das heißt, auch geteilt durch 4 und mal 9. 300 geteilt durch 4, 300 Gramm geteilt durch 4, das sind 75 Gramm. Und jetzt mal 9. 75 Gramm mal 9, 675 Gramm. Und schon weiß ich, ich brauche für dieses Rezept bei 9 Personen 675 Gramm Zucker. Schauen wir das mit Mehl an. Gegebene Information, 500 Gramm Mehl für 4 Personen. Rechne ich wieder auf eine Person runter mit geteilt durch 4. Und auf 9 rechne ich dann hoch mit mal 9. Auf der anderen Seite genau das gleiche. 500 geteilt durch 4, 125. Und dann mal 9. Das wären 1125 Gramm, die wir hier Mehl brauchen. Genauso geht es weiter, wenn wir uns hier die Eier anschauen. Da waren es 2 Eier auf 4 Personen. Das ist die gegebene Information. Gesuchte Information, wie viel ist es für 9 Personen? Also schreibe ich unten den 9 ein. 4 geteilt durch 4 ist 1. 1 mal 9 ist 9. Auf der anderen Seite genau gleich. 2 geteilt durch 4, 0,5. Mal 9, 4,5. Na, das ist natürlich ein bisschen problematisch. 4,5 Eier, was mache ich da? Nehme ich dann nur das Eigelb oder nur das Eiweiß? Oder versuche ich beides irgendwie halbwegs zu teilen? Das ist schwierig. Aber das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Schauen wir uns an, wie es bei der Milch weitergeht. 175 ml auf 4 Personen. Wir brauchen wieder die Angabe für 9 Personen. Also geteilt durch 4 mal 9. 175 durch 4. Das ist 43,75 Milliliter. Und das rechne ich dann mal 9. Und das ergibt 393,75 Milliliter. Also brauche ich 393,75 Milliliter Milch. Auch da wird das Abmessen natürlich schwierig sein. Wird man in der Praxis Pi mal Daumen irgendwie ein bisschen weniger als 400 nehmen. Das Öl 50 Milliliter. Auf 4 Personen, wie viel sind es auf 9, geteilt durch 4, mal 9, 50 durch 4, 12,5, mal 9, 112,5. Also brauche ich 112,5 ml Öl und beim Vanillezucker, auch da ist es ein bisschen schwierig, ein Päckchen Vanillezucker für 4 Personen, wie viel sind es für 9? Also geteilt durch 4 mal 9. Naja, 1 geteilt durch 4, 1 Viertel, gleich 0,25.
mal 9, 0,25 mal 9 oder 9 Viertel, das sind 2,25. Auch hier ist es schwierig abzumessen, 2,25 Päckchen, dann nehmen 2 Päckchen Mehlzucker und von dem letzten dann noch ein Viertel davon, auch das ist schwierig, aber ja, das wäre die Angabe bei so einem Rezept für 9 Personen. Schaut doch mal auf der Homepage www.nurella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.